So, Freitagmittag, 14 Uhr. Ich hoffe mal, die meisten von euch konnten schon ins Wochenende starten. Ich möchte euch jetzt mal noch teilhaben lassen an einem Patientengespräch, das ich heute Morgen hatte, weil die Fragestellung, die den jungen Herrn umgetrieben hat, die weiß ich, beschäftigt viele und vielleicht bringt das ein bisschen Klarheit ins Dunkel. Ja, also. Ein junger Mann, der kürzlich sein Mikrobiom hat untersuchen lassen, hatte heute seinen Nachbesprechungstermin. Er hat, wie ich das immer mache, von mir eine Dokumentation des Befundes per Video bekommen. Das habe ich ihm zugeschickt, dass er schon mal sich darauf einstellen kann, dass er auch weiß, was er gezielt fragen kann. Und ja, er sagte mir jetzt heute, er war völlig von den Socken, weil er sich doch vegan, vegetarisch ernährt, um ja, seinen Organismus basisch zu halten. So, was war passiert? Der Mikrobiombefund war, ich sage es mal kurz gesagt, gruselig. Ja, der pH-Wert war viel zu hoch. Da waren fiese Keime, die da nicht hingehören. Das war eine Dünndarmdurchlässigkeit. Das war generell Leaky Gut-Parameter erhöht. Es waren immunologische Faktoren aus dem Lot. Also schräg, was da nur schräg sein kann. Und ich habe ihm erklärt, dass ein sehr, sehr basischer pH-Wert im Darm eine massive Übersäuerung im Körper zur Folge hat. Ja, also das verhält sich sozusagen indirekt proportional. Habe ich einen sauren pH-Wert im Darm, dann ja, habe ich eine gute Grundlage, ja, dass auch mein Stoffwechsel ja, sich basisch verhält. Und wenn der Darm schon basisch ist, dann kippt auch das Gesamtmilieu ins Saure. Warum? Weil das sind natürlich Gär- und Fäulnisprozesse, die da ablaufen. Da wird ganz viel Ammoniak frei, da werden ganz viel Toxine frei, die alle die Leber belasten. Wenn der Darm durchlässig ist, ich sage immer, das ist wie, als würde man permanent den Mülleimer in die Blutbahn kippen. Ja, da kann nichts basisch im Organismus ankommen. Kann man auch in der Mikronährstoffanalyse, ja, beweisen und zeigen, wie groß der Grad der Übersäuerung ist an der Stelle. Der gute Herr hat sich nämlich jetzt schon seit ein paar Jahren vegan, vegetarisch ernährt, einfach aus dem Grund, weil er der Überzeugung war, wenn er viel Gemüse isst und kein Fleisch, dann würde er sich doch sicher was Gutes tun, weil das ja einen basischen Stoffwechsel macht. So, und hinter solchen Pauschalaussagen gibt es immer das große Aber. Grundsätzlich, ja, gerade gewisse Fleischsorten und ein Übermaß an Eiweiß kann übersäuern, kann. Und grundsätzlich wird Gemüse, ja, basisch verstoffwechselt, so wie auch vieles Obst, saure Früchte und so weiter. Aber man muss immer die Rechnung damit machen, was während der Verstoffwechselung dabei rauskommt. Wenn meine Verdauungsleistung nicht stimmt und das Ganze gärt und fault und ich mir damit auch Bakterien in meinem Darm züchte, die da nicht hingehören, und oder wenn ich was nicht vertrage und mir doch gewisse Substanzen und oder durch Stress, Toxine, wie auch immer, die Ursache kann man schon rausfinden, ein Leaky Gut einhandle, dann kann ich hier basisches reinschütten, so viel ich grundsätzlich möchte. Wenn die Kerlchen, die dann da drinnen wohnen in dem Verdauungssystem, einfach was anderes draus machen, als sie sollten, ja, dann nützt da, ich sag mal, ja, das beste Vorhaben nichts. Und es ist wie immer so, gibt keine Pauschalaussage, welche Ernährung für wen die beste ist, ja. Wäre es so, dass generell Fleisch übersäuert, dann wären all die Leute, die sich ketogen ernähren oder eine Paleo-Ernährung durchziehen, übersäuert. Sind sie nicht. Manch einer vielleicht schon, genauso wie bei den Vegetariern oder Veganern. Ich habe ganz viele Rohköstler, die meinen, sie tun sich was Gutes, aber die Verdauungsleistung ist da gar nicht drauf ausgelegt. Man muss immer überprüfen, wie ist denn die Bauchspeicheldrüsenfunktion? Kann die das überhaupt ab? Wie ist denn die Zusammensetzung der Keimflora? Es gibt natürlich Mikroorganismen, die im Darm wohnen, die können Kohlenhydrate und Ballaststoffe verstoffwechseln. Andere können das nicht. Na, was auch immer ganz wichtig ist, langsam essen, gut kauen. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Ich habe das schon in mehreren Videos gesagt.
was letzten Endes die ideale Ernährung für den jeweiligen Welchen ist, die am Ende dazu führt, dass er nicht übersäuert, kann man nur sagen, wenn man sich einmal das gesamte Mikrobiom anschaut und da nicht nur die Bakterienstämme, die da hausen oder nicht hausen, sondern das Gesamtsystem, das Milieu, die Verdauungsleistung, die Darmwandparameter, haben eine Durchlässigkeit, haben eine immunologische Reaktion. Da spielt so viel mit rein und man kann so viel daraus über die Lebensweise der jeweiligen Menschen, ja, denen dieser Darm gehört, sagen, das glaubt man nicht. Ja, also das wird grandios unterschätzt. Und man kann, ohne das angeschaut zu haben, definitiv keine 100% gute Ernährungsberatung machen, weil man im Dunkeln tappt. Ja, also ich hoffe, ich konnte diese Frage jetzt für viele beantworten. Wenn es noch Fragen dazu gibt, ihr wisst, wo ihr mich findet, dann fragt nochmal. Und ich werde es auch gerne nochmal als Video online stellen, weil, wie gesagt, das sind tatsächlich Fragen, die viele Menschen beschäftigen. So, schönes Wochenende.